Ich begrüße euch wieder live vom Wasser. Ich bin gerade fertig mit dem Drillen. Wir sind jetzt 10 Minuten hier klopfen und werden jetzt gleich live im Intro den ersten Wal landen. So, hier ist er. Und wie es jetzt weitergeht und was unsere Erfahrungen zum Thema Klopfen sind, das möchten wir euch in diesem Video zeigen. Have you ever felt? Are you listening? Damn. So, wir haben einen nächsten Babywaller, der ist aber gut schon die Hälfte größer wie der letzte. Also der letzte war gleich der kleinste Fisch, den ich je gefangen habe. Und jetzt zwei Kurven weiter wieder so klein. Und das ist, ich kann mich nicht erinnern, wann wir so kleine Fische gefangen haben. Wir sind jetzt wieder am Wasser, es ist September, Wassertemperatur 18 Grad, also eigentlich noch relativ hoch für Ende September. Und ja, nachdem das letzte Mal mit dem Rasselködern so gut funktioniert hat, wollten wir das nochmal testen. Wir sind jetzt wieder am selben Fluss, aber auf einem anderen Abschnitt und ja, waren schon relativ erfolgreich. Ja, zwar nicht die größten, aber immerhin Welse, also funktionieren tun sie. Und wir sind jetzt den ganzen Sonntag da und schauen jetzt noch, was so kommt und was noch passiert. Vielleicht fangen wir noch einen. So, Fisch Nummer 3. Verstehen tue ich es nicht. Muss ich auch nicht. So, jetzt der dritte. Verstehen muss ich es nicht. Also, wir sind ja eigentlich hier, um diese Rasselköder zu testen. Da haben wir. Also, wir sind das zweite Mal klopfen heuer. Auf dem Abschnitt, ich tue den mal zurück, auf den Abschnitt waren wir gar nicht. Das letzte Mal waren wir auf anderen und da haben wir sofort einen Fisch gefangen mit, ich weiß nicht mehr, Meter 20 oder so. Und jetzt wollten wir testen, ob das am Köder liegt und nachdem wir jetzt in eineinhalb Stunden drei so kleine gefangen haben. Es ist schon komisch, sagen wir es einmal so, also so kleine habe ich überhaupt noch nie gefangen, aber vielleicht, ja. Gefällt denen dieses Geräusch? Ich weiß es nicht. So, wir schauen jetzt mal weiter, was der Tag dann noch so bringt. So, wir haben jetzt doch ein paar Wale gefangen, waren lauter kleine, so keine Ahnung, 40, 50 cm die größeren. Warum das so ist, weiß ich nicht. Was ich euch trotzdem sagen kann, ist, wir würden uns über YouTube aber freuen, das tut euch nicht weg, hostet euch nichts, drückt einfach drauf, uns freut's. Und ja, wir geben uns wirklich Mühe, dass wir dann das ein oder andere Video euch liefern können, haben nichts davon und ich glaube, so könnt ihr uns am einfachsten unterstützen und das ist auch nicht so viel verlangt für jeden.
nächste. Wir sind jetzt auch des Öfteren gefragt worden, ob wir mit Lockstoff Erfahrung haben. Eigentlich relativ wenig Erfahrung, die haben wir heute mit, das wollen wir auch testen. Und ja, wenn ihr Erfahrung damit habt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Vielleicht fängt jemand damit, aber in unserer Angelei hat das eigentlich eine relativ kleine Rolle bis jetzt gespielt. So, also das ist jetzt der kleinste des heutigen Tages und ich glaube, mit dem werden wir es jetzt gut sein lassen. Wir werden nach Hause fahren. Zusammen haben alle vielleicht 80 cm, ja, vielleicht einen Meter sogar. Ja, andere fangen einen Fisch, wir fangen halt vier. Like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. For summertime, it won't be long when you come back. I love you now. Das Klopfen ist für uns eigentlich eher so, wie soll ich sagen, unter der Woche nach der Arbeit mal für 2 Stunden Nachmittagsbeschäftigung, sage ich mal. Und heute sind wir aber wirklich ein paar Stunden unterwegs gewesen, deswegen auch das große Boot mit Benzinmotor, mit E-Motor, weil wenn man da zu zweit auf einem 2,70 Meter langen Schlauchboot sitzt mit Luftboden und das wackelt die ganze Zeit, ich glaube, da tut man sich einfach selber nichts Gutes. Wir haben uns heute wirklich das große Boot entschieden, das bietet Platz, dass man sich auch bewegen kann, liegt auch viel stabil im Wasser. Und hier am Gewässer, wir sind jetzt, ich weiß nicht, wie viel Kilometer Fluss aufgefahren, also wir sind jetzt am Schluss machen und da braucht man auch einen Benzinmotor, also man kann nicht mit einem E-Motor, ich meine, man kann es schon, aber Spaß macht es keinen mehr, 7 Kilometer oder so Fluss auffahren in der Strömung, da braucht man dann eine Ewigkeit und kommt teilweise auch gar nicht mehr gegen die Strömung. Ja, und wir haben jetzt unsere Köder getestet, unsere Rasselköder. Und das Fazit, das werden wir jetzt später noch dann ziehen. Also da sind wir uns selber noch nicht sicher, was wir heute festgestellt haben. Like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. For summertime, it won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. So, jetzt gibt es am Ende ein verwackeltes Fazit aus dem Auto. Also wir sind jetzt schon am Heimweg und haben jetzt schon diskutiert, was heißt das jetzt, was wir erlebt haben. Also im Summe haben wir jetzt 4 so kleine Wale gefangen mit, ja keine Ahnung, zwischen 30 und 55 cm. Ich weiß nicht, wie groß sie wirklich waren. Und das ist jetzt schon mal was, was nicht normal ist. Also die haben wir noch nie gefangen. Und von denen her glauben wir eigentlich schon, dass das die Rasseln waren, warum die gebissen haben oder warum wir die überhaupt gefangen haben. Also ich habe noch nie so kleine Waller gezielt beim Wallangeln gefangen. Und von dem her, also wir glauben, die Rasseln haben das jetzt ausgemacht. Warum haben wir keine kleinen Waller gefangen, das weiß ich nicht. Wir hatten genau einen guten Steiger am Echolot, sonst haben wir nicht einmal einen gesehen. Also das würde ich jetzt nicht auf die Rasseln im Moment schieben. Wir werden es ziemlich sicher noch mal ausprobieren, also es könnte sogar sein, dass wir Rasseln noch beim Ansitzen testen, ob das wirklich was ausmacht. Ja, mich würden eure Erfahrungen jetzt doch interessieren, schreibt die einfach mal in die Kommentare.
Und das letzte Mal hat es ja dieses Klopfvideo gegeben, wo man für 2 Stunden klopfen waren bei katastrophalen Bedingungen und auch sofort einen Fisch gefangen haben. Also wir sind jetzt nicht abgeneigt, damit weiterzumachen. Ja, ich verlinke die anderen 2 Videos noch unten in der Videobeschreibung. Und ja, in dem Sinn sehen wir uns dann wieder beim nächsten Video.